Ich Da mag auch links, da den können wir schon Bereich. den Bonusbereich sehen, wo wir jetzt Ja, nicht ja. hinkommen. Ich mag auch den Begriff irgendwie nicht so, muss ich sagen. Wumperfrucht ist toll, ne? Wumperfrucht, weiß ich nicht. Das ist so Ja, nichtssagend genau, irgendwie. finde ich auch. Für mich ist das Apple. Bei Wumperfrucht muss ich irgendwie mal an Wampe denken. Ich weiß aber auch nicht An warum. Wampe. Ja. Sind das vielleicht Wampenfrüchte? Das ist womöglich. Oder in der Pampa. Wumperfrüchte in der Pampa kommen anschließend in die Wampe. Pumperfrüchte. Ich schau mir ein paar Wumper in die Wampe. Statt Bombeschranke. Sicher, dann hör mal. Einfach hübsch. Iga. Aga. Hütte, hütte, hütte. Hütte, 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 hütte. Ja. Maus. Kann man, gehört jetzt nicht zu diesem Spiel dazu. Das ist mir wohl bewusst, aber vielleicht kann ich die Frage ja trotzdem mal fragen. Mach mal. Kann man mit Ada auch so Kronkorken sammeln oder geht das nur mit Leon? Kronkorken? Ach, die! Ah, nee. Die sind wirklich nur für Leon da. Aber ich glaub auch nicht, dass man im Ada-Szenario die angucken kann. Ich glaube, da hat man gar keinen Zugriff drauf. Das geht wirklich nur, wenn man mit Leon unterwegs ist. Es ist auch wirklich ziemlich kurz gehalten. Wie gesagt, ich will es jetzt noch nicht verraten für die, die es. Nee, oder habe ich das jetzt schon gesagt, wie die Parts das werden? Nee, habe ich, glaube ich. Nee, das habe ich gesagt, als wir offscreen miteinander geredet haben. Nee, genau. Das will Richtig, ich auch richtig. nicht verraten. Also. Ich auch nicht. Nee, dir verrate ich es natürlich auch nicht. Gust. Aber es ist auf jeden Fall viel, viel kürzer. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Parts ich gemacht habe bei Leon. Kennst du das um diese Jahreszeit auch, diesen Husten? Ja, Da gibt's doch auch was von Sagrotan. Ratiofarm meinst du? Sagrotan. Gibt's da nicht auch was Nimmst du von? einmal, du nichts mehr merken, kein Husten mehr. Da müsstest du eigentlich auch eine schöne Verarsche von. Ich habe noch nie probiert. Ratiofarm. Kacke bei YouTube mal eingeben. Das würde mich Ey, mal ja, das interessieren. müsst, ey, das, das, das müssen wir, da müssen wir gleich mal dran Da denken. müssen wir Das gleich mal machen gucken. wir. Haben wir wieder Ja. was einfallen lassen gerade. Ratiofarm. Gute Preise. Gibt's hier Gute Besserung. eigentlich. Gibt's hier eigentlich noch die Hosen? Ich weiß das gar nicht. Oder sind die mittlerweile auch schon tot? Kann natürlich sein. Vor allem, wie viele Zwillinge die wir gefunden haben, ne? Es war ja in jeder Also wenn. Ratiofarm-Werbung war immer ein anderes Zwillingspaar. Also ich kann dir versprechen, falls ich irgendwann mal eine Fernsehsendung haben sollte, das erste, was ich machen werde, ist verdammt nochmal ausfindig machen, wer dieser Schauspieler aus der Rügenwalder Teewurst-Werbung ist und den einladen, in den gleichen Klamotten mit dem Pferd. Und den interviewen. Das werde ich machen. Ich wollte gerade so einen selbst kreierten Freudentanz entwickeln, hat nicht Sah geklappt. so ein bisschen aus wie ein missglückter Hip-Hop-Tanz, ja. Ja, oder das Crash-Verstopfung beim Kacken hat. So könnte man auch deuten. Das war jetzt die Version, die nicht so für die Kleinkinder geeignet ist, aber. Das stört mich herzlich wenig. Der Freudentanz von Crash. Da kommt die richtige Freude gerade, ja. So, ich Nee, tritt. das war zu Oh, früh, das war Moment, zu früh. Moment! Crash, ich habe nicht viel Zeit. Cortex hat die neue Raumstation beinahe fertiggestellt. Irgendetwas stimmt nicht mit dem, was er sagt. Nimm dich in Acht vor dem Tritt. Ja, Koko, ey. Ja. Das Haar hinten, also das, was ich eben sagte, diese eine Seite, die länger ist. Ja. Da ist ja auch noch ein Stück von dem Haar oben über ihrem Kopf. Das geht ja da drüber. Ja. Und wenn man sich das anguckt, das Haar, dann sieht das aus, das hat die Form von einem Kristall. Wie aus dem Spiel. Ja, da muss ich Muss gleich nochmal man drauf drauf achten, achten, ja. falls wir Ja, sie nochmal sehen sollen. Man sieht wieder ganz hilfreiche Tipps gegeben, genau wie die tollen Drachen bei Spyro, die auch immer fast alles Gleiche sagen. Sie sagte nur, ja, Cortex hat irgendwas vor und irgendwas stimmt nicht mit ihm. Das kann ich mir auch selbst denken. Vielen Dank, Coco, für diesen super Tipp. Passt ja eigentlich auch wieder zu Stefan Raab, ne? Ja, total. Stefan Raab hat immer irgendwas vor und irgendwas stimmt immer nicht. Richtig. Ich möchte jetzt mal Irgendwas. versuchen, bis zu dieser einen Plattform zu kommen, ohne zu sterben. Ist eine Herausforderung, weil dann können wir diesen Bonus-Geheimgang dabei machen. Bang, bang, bang. Vielleicht klappt's ja. Das war nicht allzu weit weg mit dieser einen Plattform, wo man hinkommen muss, glaube ich. Und das Tolle ist, wenn man da erst einmal hingekommen ist, dann darf man auch ruhig wieder sterben. Aber man muss beim ersten Mal erst einmal da hinkommen. Da Natürlich. könnte mir Arco natürlich gut helfen jetzt. Ja? Sei denn, ich springe in einen Abgrund.
müsste, glaube ich, gleich hier kommen, die Plattform. Mhm. Wenn ich das richtig mache. Ja, da ist sie doch. Dann nehmen wir sie diesmal. Mit einem Totenkopf-Symbol. Und ich glaube, in dem Bereich gab es gar keine Kisten. Ist aber egal. Oh, da kommt ja aber erst angerollt. Muss ja, aufpassen. Jetzt kommt Donkey Kong. Donkey Kong. So, der ist, glaube ich, noch sicher hier. Jetzt muss ich aufpassen. Ist eigentlich nicht groß schwer. Wir müssen eigentlich immer nur ein bisschen warten. Ja, das sieht schlimmer aus, als es ist. Wer ist er denn? Ja, ich sage, das ist so ein Donkey Kong-Verschnitt. Ein bisschen hässlicher, so ein lilaner Affe. Das hier können wir ja noch gut aus den alten Tempel spielen. Nur, dass die halt unten noch ein bisschen länger waren. Ja. Und immer mal ein bisschen weggingen. Ja. Aber diese Ecken sind ziemlich gleich gestaltet. Dass man so links und rechts ein Geländer hat. Da, ja. Eine andere Seite offen. So, dann kommt, ich habe ja noch einen Akku, wenn alle Stricke reißen sollten. Alle Dämme brach. Bam! Die hier sind jetzt ein bisschen fies. Weil die sich auch so seitlich drehen. Ich muss aufpassen, dass ich nicht runterrutsche. Das ist das ist im Prinzip wie diese Moosmatten in den Leveln von Crash 1. Nur, dass die sich halt bewegen hin und her. Genau. Aber vom Prinzip her ist es gleich. Da ist er! Ja. Yay! Brauchen wir das Level nur noch beenden und dann haben wir wieder einen Edelstein. Coole Sache. Ja. Nur noch beenden. Nur noch. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach den Warp Room verlasse, das gilt nicht. Ich muss, glaube ich, mit dem Edelstein raus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ja. Ich mach's einfach mal zu Ende. So viel kommt, glaube ich, nicht mehr. Und dann, denke ich mal, suchen wir uns noch ein schönes Level aus, weil dann ist die Zeit bald rum. Wir müssen an ein Level müssen wir uns noch ranwagen. Soll ich noch mal den Eisbären-Level im Dunkeln versuchen? Ja, versuchen kannst du es ja da. Oh, da ist ein Zwetschgenmarkt. Ja, ich weiß, aber das lasse ich jetzt einfach weg. Das haben wir alles schon gemacht. Die Kisten haben wir in diesem Level schon. Ach stimmt, genau. Ja, das wir brauchen jetzt nur noch unseren Edelstein, den wir gerade gepflückt haben, nach Hause bringen. 6 Äpfel noch. So. Und raus. 20. Yes. Trinken wir mal einen Schluck. Obala. Jojo, ich trinke auch mal ein bisschen. Ah, what a tea. War grad keiner. What a mineral. Ja, das war bei Unbearable, ne? Ja, ich sagte, what ein Mineralwasser. Ja, das Problem ist jetzt bloß. Ja, das können wir so gar nicht machen, fällt mir gerade ein. Weil ich muss ja wieder in den Geheimgang rein. Zum Schluss des Levels. Dann versuche ich doch erstmal jetzt die Kisten hier anzustreben. Bär. Genau so. Dann also hier muss ich ja auch noch. Hier hatte ich ja 3 Kisten übersehen anscheinend. Mir fehlten 3 Kisten. Das weiß ich nicht, wohin. Ich weiß zwar nicht, wo ich die vergessen habe, aber das finden wir jetzt vielleicht raus. Kann natürlich auch sein, dass die irgendwo ganz fies an der Seite stehen. Oder dass man auf die Nitro-Kisten draufspringen muss und dass sie dann da oben irgendwo sind. Ja, kann gut sein. Irgendwie sowas vielleicht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Also das würde ich den Spieleentwicklern zutrauen. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie in diesem ultra fiesen Bonus-Level, was wir da haben. Da drin vielleicht oder so. Oh. Also wenn ich was sehe, schrei ich. Da! Sonst versuche ich vielleicht doch mal. Ja, vielleicht. Das hat aber vorhin gezählt, ich habe nachher geguckt. Also wenn der Bär eine Kiste zertrampelt, das zählt eigentlich. Das hatte ich nachher geguckt. Ja. Aber ich versuche trotzdem mal alle zu treffen. Mal gucken. Aber manchmal erwischt er ja auch nicht alle. Ja, ist er vielleicht drüber getrampelt. Oh, das da vermute ich fast, dass der genau so getrampelt ist, dass er nicht über die Kiste gekommen ist. Ach Mensch! So. Ja, es sieht doch bis jetzt ganz gut aus. Ja, ich nehme alle mit, Leute. Oh. Er trampelt die ganzen Exemplare. So. Und ab. Ab dafür. Bis jetzt habe ich keine gesehen, die du verpasst hast, irgendwie. Nee, ich glaube ich auch nicht. Nee. Also müsste ich. Vielleicht habe ich hier drin was übersehen. Oder da drin, ja. Vielleicht auch da oben auf der Kiste, dass du ganz am Anfang da hochspringen musst. Diese 3 habe ich doch bestimmt mitgenommen, ne? Ja, eigentlich. Ja, doch.
Aber wir können ruhig ein paar Äpfel wieder mitnehmen, die auf dem Weg. Kostet nichts. Es gibt ja auch, was du jetzt nicht mehr sehen wirst, leider, in dem nächsten Warbloom richtig schöne Fluglevel, wo Crash mit einem Jackpad durch die Gegend fliegt. Weißt du, ob du die noch kennst? Der Rätselmeister. Was? Ob du die noch kennst? Diese Jetpack-Level. Ja, ja, ja. Die sind auch cool. Gibt's auch bei Zorn des Cortex nochmal wieder später. Ja, Jack der Rätselmeister ist natürlich genial. Und Frontschweine. Ja, den liebe ich. Jack der Rätselmeister, ich bin Jack der Rätselmeister. Der Rätselmeister kommt sofort her und holt eure Belohnung. Der ist so geil, der Typ. Ich bin Jack der Rätselmeister. Der ist super. Der Irrgarten gehört euch. Rausfinden müsst ihr ganz einfach. Und bei einem Rätsel ist auch so, du sagst dir dann, kommt her. So ganz eklig hat sie das dann, kommt her. Gruselig. Clown war natürlich die richtige Lösung. Aber mein nächstes Rätsel wird viel schwerer. Du solltest auch mal sowas synchronisieren. Und dann die ganzen Omas, die da rumlaufen. Die wir sparen. Jo, jo. Die erst vergessen hat es, da bei dieser einen Strecke mit den Katzen und den Mäusen kaputt zu machen. Ja, genau. Ja, ja. Aber das ich merke das, wenn ich so ein Best-of mache und das alles nochmal gucke, mittlerweile kenne ich, glaube ich, den Großteil des Let's Plays auswendig. Also ich könnte dir sagen, was wohl etwa passiert ist. Das brennt sich ziemlich dann ein, wenn man das dann nochmal so tief gründlich dann da durchguckt alles, dann bleibt schon was hängen. Das geht mir bei meinen Best-ofs dann auch so. Ich fand ja James Bond damals schon richtig geil, wo du es dann gespielt hast, und als ich das dann nochmal durchgeguckt habe, um alle die besten Stellen zu finden, an so vielen Stellen musste ich auch wieder lachen, und da habe ich mich wieder erinnert, wie das damals war, und herrlich, das ist super. Ich habe da, ich glaube, 10.000 Mal ein halben Herzkreis mal gekriegt. Aber das war echt schön, das hat Spaß gemacht. Also ich bin echt nicht für Horrorspiele und sowas gemacht. Da haben wir dich. Was ich auch geil fand, diese eine Stelle, wo dann, das war ziemlich am Anfang noch, wo die da Englisch gesprochen haben, ne? Und dann mit das dem Radar. Level, ja. I can hear no radar either. Das hört sich so geil an, wie du es auch so schön nachgesagt hast. Da oben! Da! Ja, ja, ja. Hast du gesehen? Die habe ich nicht. I can see the Kisten also. Da waren zwei Kisten. Fehlt mir hier zwei oder drei? Drei, meine ich. Das waren jedenfalls zwei. Yes. Hab ich die Radio Contact is limited. Ja, genau. Vielleicht habe ich die hier auch vergessen. Die drei. Ja, und sein. Dann werden es drei, ja. Das kann sein. Ich glaube aber, dass. Müsste es gewesen sein. Vielleicht waren das oben auch drei und das konnte man schlecht sehen, weil die anderen. Nee, ich habe da definitiv im 2 kaputt gemacht, das weiß ich nicht. Da oben ist auch noch einer, aber die sieht man ja eigentlich. Eigentlich. Oder, was natürlich richtig fies wäre, du musst unten auf die Zwetschgenmark-Kiste springen und dann kommst du oben auf die Zwetschgenmark-Kiste und da drüber ist noch eine Kiste. Entschuldigung. Da bist du aber auch voll reingesprungen. Ja. Ja. I can see no radar either. Isa! Das ist so geil! Radio Contact is limited. Klingt wie so eine Spieleentwicklungsfirma. Irgendwie so, ja. Limited Corporation. Radio Contact is limited. Was, wo ich mich auch tierisch amüsiert habe wieder, wo die Leiche auf dem Boden liegt, bitte amüsieren Sie sich. Sehen Sie sich ruhig um. Sehen Sie sich ruhig. Das ist so geil. Aber so eine Spielfehler, die liebe ich dann immer. oder sehr schön fand ich auch die Szene, wo du dann die ganzen Frauen geknipst hast und deine ganzen Kommentare dazu. Oh, wie sie mit ihrem Finger über das Glas streicht. Ja. Oh ja. Aber du hast aber auch schöner. Du hast aber auch schöner. Ja, das ist so geil, ja. Ich hab eine Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. So eine Szene, einfach nur geil. Ah ja, ich muss mich auch hinterher selber drüber bringen. Manche Sachen, die wusste ich gar nicht mehr so. Nee, manche Sachen wusste ich dann auch erst wieder, als ich sie nochmal gesehen habe. Du hast aber auch schöne Haare. Oh ja. Ja. Ja, ja, schüttest du doch gleich in den schönen Ausschnitt. Das Wort Ausschnitt so richtig kurz abgesagt. In den schönen
Ausschnitt. Das muss keiner hören, so ungefähr. Das klang so geil. Schüttet sie doch gleich in den schönen Ausschnitt. So super. Das Wetter. Schnee. Genau. Ein Schiff. Ein Schiff, genau. Und geilsten finde ich immer noch, Barack Obama hat sein Foto von Osama Bin Ladens Leiche verloren. Das ist nicht so schön, das hört sich gar nicht geschnitten an. Das hört sich so schön an. Schöner Satz, echt. Zu diesem Zeitpunkt, liebe Leute, ist übrigens Barack Obama wieder gewählt worden als US-Präsident, damit ihr etwa wisst, wann wir das aufnehmen. Yay! Oh Gott, ein Riesensprung. Ein großer Sprung für mich. Oh, Zwetschgenmal. Aber ein kleiner Sprung für die Crash-Welt. Für die Crash-Hide. Für die Crash-Hide. Für die Crash. So, hier sind schon mal die ganzen Nitro-Kisten kaputt. Ich habe jetzt 42 Kisten. Achso, es kommt auch noch nicht. Irgendwas in der 80 war hier zum Schluss zu holen. So. Da war. Hast du die mitgenommen? Da war gar nicht. Ich sag nicht, da war eine Kiste. Da war eine Kiste, aber ich glaube, er ist da drüber gelaufen. Da war eine Fragezeichenkiste. Die hat man ganz spät erst gesehen. Die war direkt von dieser Holzmauer da. Ich mach das jetzt hier alles platt. Von dieser Barrikade, meine ich zumindest. Dass ich hoffe, da dass er die jetzt gekriegt hat. Ja, da darf ich. Ich meine, ich hätte da eine gesehen, aber ich weiß es nicht. Gut, jetzt habe ich eine Gelegenheit nochmal nachzugucken. Vor dem Holzzaun da oder was? Ja, jetzt gleich. Oder? Da jedenfalls nicht. Nee. Also da waren glaube ich keine Kisten. Wo waren denn da was? Oh. Nee, es war woanders, glaube ich. Die hat er kaputt gemacht und die macht er auch kaputt. Ja, ist jetzt auch egal. It doesn't matter. It doesn't matter. Das wird übrigens unser letztes Level sein, Dave. Hau nochmal alles auf, was du hast. Nein. Jetzt überlegt er, was sag ich denn jetzt bloß? Nee. Jetzt sitzen die Zuschauer zu Hause und sagen, ja, ja. Bald ist er weg, endlich. Wir können mal wieder einschalten. Oh, endlich kann ich mal wieder in Ruhe gucken. Die hören dir alle gerne zu. Ich kriege immer positive Kommentare, wenn wir zusammen... Was mache ich denn da immer, wenn wir zusammen spielen? Was du immer machst, wenn wir zusammen spielen, also du hängst dich rein, also das muss ich schon sagen, aber so ganz auf der Höhe der Time bist du dann auch nicht. Ah, ja. Der Tiet. So jetzt auf der Höhe der Tiet bist du nicht. Ich bin ja mal gespannt, wie das dann morgen wird, wenn der nächste Gast in der nächsten Session dann dabei ist. Ob der mich dann auch so stark ablenken wird oder mal gucken, wie das dann läuft. Bin mal gespannt. Du meinst... Wieder den gleichen Fehler, ich bin so doof. Ja, bitte? Plsommet. Ja, meinst genau. Ob, wir können das ja noch ein bisschen geheim halten. Plsommet. Ich hab's schon angekündigt in der ersten Session. Ach so. Also das Geheimhalten bringt nichts mehr. Es sei denn, die haben jetzt erst in der zweiten Session dazugeschaltet. Plsommet. Oh. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich auch, ich bin auch gespannt. Wie du dich da wieder schlägst und wie ihr das da schön macht. Aber da habe ich keinen Zweifel, dass das super wird. Das wird bestimmt witzig, ich denke auch. Ja. Ich habe auch gerade wieder ein Special bei SimCity mit ihm abgedreht. Ich weiß. Das hat er auch heute den zweiten Teil davon hochgeladen. Heute? Hm. Nee, gestern. Mit von das war mit der erste Teil. Mit heute Bern? Ist der zweite. Ach so. Da stand vorhin vor ein paar Stunden hat das hochgeladen. Also. Ja, aber das mit Bern war doch eigentlich der zweite Teil, oder nicht? Ja, weil Bern, doch vorher Bern schon ist der zweite Special-Teil, aber der hat auch wieder zwei Teile. Ach so. Es gibt von Bern Teil 1 und Teil 2 und es gab von davor, was war das eigentlich? Tokio? Nee. San Francisco. San Francisco. Davon gab es auch zwei Teile. Oder drei sogar. Ja, das ist wunderbar. Genau, da musstet ihr, glaube ich, irgendwie die 5 oder 10 Jahre absitzen hinterher noch, weil ihr schon so weil wir kein Geld mehr hatten. Nee, ihr wart ja auch so früh fertig mit der Aufgabe. Ach, stimmt, das auch. Ja, das wird mit der zweiten Kiste? Genau. Aufgabe schwieriger. Die Kiste habe ich hingekriegt. Ja. Ich glaube, hier kamen auch nicht mehr so viele Kisten. Ich weiß nicht, ob er die alle mitgenommen hat, die TNT-Kisten. Die TNT kann ich ja nicht kaputt machen, da habe ich gar keinen Einfluss drauf, also das muss er machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob er die alle mitgenommen hat. Wir haben 58 Kisten nur. Das war doch was mit 80, die wir hier brauchen, oder? Nee, das... Yay! Nee, das war was mit 50. Ja, genau.
Du hattest 56 von 58, glaube ich, das letzte Mal, wo wir hier waren. Jetzt erinnere ich mich gerade. Ich gehe trotzdem in diesen Ausgang hin und da können wir dann speichern. Dann werde ich in der nächsten Session direkt mit dem Secret Level anfangen. Dann passt das doch mit den zwei Kisten. 56 von 58. Anscheinend. So, ja. Jetzt sind wir hier wieder draußen. Und da müssen wir beim nächsten Mal dann wieder reinspringen. Jetzt haben wir wenigstens einen Stein. Yeah. Ja, komm, wir lassen ja seinen Tanz machen da. Schaka, 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 lecker. So. Der war schon besser. Wir speichern jetzt hier ab. Und haben wahrscheinlich 59%, wie es aussieht, denke ich mal. Mal gucken. Wir überspeichern. 60! Wir haben es geschafft. Wir haben 60%. Das heißt, Alex? Wir haben zusammen 25% erreicht. Ist doch gut. Ja, ist das nicht was? Ist das nicht was? Das ist etwas. Ne, Alex? So. Ja. Überspeichern? Ja, natürlich habe ich übergespeichert. Ja, das ist schön. So. Das ist die Hauptsache. Dave, der Zeitpunkt ist erreicht, an dem ich sage, danke, 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 dass du dabei warst. Ja, was? Ich mach sogar ein paar Dehnübungen für dich hier. Das sieht eher aus wie Parkinson, aber. Ja. Aber ich weiß, dass du schätzt, Dankeschön. Ja. Yay! Gut, dann sagen wir. Ich bedanke mich. Auf Wiedersehen. Bei dir. Bis zur nächsten Session. Ja, willst du erzählen? Hab einen schönen Abend. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zusehen natürlich, stellvertretend. Ja, gut. Ja. Dann war's das, würde ich sagen, ne? Ja, leider, ne? Aber gut. Leider gut, dann, ist aber wahr. Ja, dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss!